Natur. Für Forscher birgt sie spannende Rätsel. Wie entsteht aus Samen eine neue Pflanze? Wie teilen sich die Zellen? Wie entwickeln sich Blüten, Blätter, Stängel und Wurzeln? Generationen von Wissenschaftlern haben sich dieser Frage gestellt. Doch nach wie vor sind die chemischen Bausteine und Prozesse, die dies ermöglichen, kaum erforscht. Wir wissen seit langem, dass die DNA, das Erbgut, alle Informationen enthält, die man benötigt, um einen lebenden Organismus hervorzubringen und dann auch zu erhalten. Aber wie die biochemischen Prozesse, die diese stumme Erbinformation zum Sprechen bringen, genau ablaufen, im Detail, das wussten wir bislang nicht. Patrick Kramer ist ein Wissenschaftler aus Leidenschaft. Mit seiner Arbeit versucht er nichts Geringeres, als die Entstehung von Leben besser zu verstehen. Er untersucht den Moment, wenn aus Chemie ein biologischer Prozess wird. Ort seiner Forschung ist das Genzentrum der Universität München. Mit seiner 30-köpfigen Forschungsgruppe entschlüsselte er hier bislang unbekannte chemische Prozesse, mit denen das Erbgut einer Zelle verwaltet wird. Genauer als je zuvor kann nun beschrieben werden, wie einzelne Gene aktiviert werden. Jede Zelle unseres Organismus trägt ja die gesamte Erbinformation, also alle Gene. Aber in bestimmten Zelltypen und Geweben sind nur bestimmte Gene aktiv. Und so kommt es, dass zum Beispiel Haare nur außen auf der Haut wachsen und nicht im Inneren des Organismus. Und hier setzte Kramers Forschung an. Er wollte wissen, was genau geschieht, wenn ein Gen auf der DNA aktiviert wird, also ein bestimmter Teil herauskopiert wird. Klar war bisher, dass ein sehr komplexes Protein diesen Kopiervorgang übernimmt. Die Kopie wird anschließend innerhalb eines anderen Proteins als Bauplan für eine neue Molekülkette benutzt. Diese Kette kann nun den Haarwuchs anregen, Zucker abbauen oder auch einen Krankheitserreger bekämpfen. Patrick Kramer und sein Team brachten Licht in das Dunkel. Sie fanden heraus, wie genau der Kopiervorgang eines Teilstücks auf der DNA abläuft. Grundlage waren die Arbeiten von Kramer in den USA mit Roger Kornberg, der 2006 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. In München nutzte Kramer sein Wissen, um den Prozess der Gentranskription auf atomarer Ebene sichtbar zu machen und so erstmals alle beteiligten chemischen Prozesse bis ins Detail zu verstehen. Die große Herausforderung für uns als Forschungsgruppe war es, dieses winzige Protein, welches ja nur etwa ein Millionstel Millimeter misst, sichtbar zu machen, und zwar in atomarem Detail. Als wir das geschafft hatten, mussten wir in jahrelanger Kleinarbeit mehrere Schnappschüsse des Proteins aufnehmen, die wir dann zusammensetzen konnten und letztlich wie in einem Film zuschauen konnten, wie das Protein an der DNA entlangläuft und das Gen abschreibt, also kopiert. Die Bildfolge ist eine Sensation. Allein das Protein, das den Kopiervorgang steuert, besteht aus rund 60.000 Atomen. Im Inneren öffnet sich der Doppelstrang der DNA und der Film zeigt Schritt für Schritt, wie die rot dargestellte Genkopie entsteht. Wir haben mit diesen Bildern einen ganz zentralen Prozess des Lebens, der in allen Zellen abläuft, im Detail sichtbar gemacht. Und nun schauen wir zu, wie die stumme DNA zum Sprechen gebracht wird. Diese fundamentalen Erkenntnisse, die Patrick Kramer mit seinem Team herausgefunden hat, haben auch weitreichende Folgen für die medizinische Forschung. So kann in Zukunft dieses neue Wissen für revolutionäre Krebstherapien, für die Entwicklung neuartiger Antibiotika oder für neue Ansätze bei der Gentherapie genutzt werden. Für mich ist es ein ganz großes Privileg, mit einer so tollen Arbeitsgruppe an diesen spannenden wissenschaftlichen Themen arbeiten zu können. Und ich kann mir wirklich nichts Tolleres vorstellen, als alle paar Jahre mal in der Lage zu sein, der Natur eines ihrer vielen Geheimnisse zu entlocken.
Und besonders glücklich bin ich dann, wenn wir als Arbeitsgruppe die Ersten sind, die einen fundamentalen Prozess verstehen. In der Wissenschaft fuhren neue Erkenntnisse fast zwangsläufig zu neuen Fragen und neuen Forschungsansätzen. Das bedeutet auch für Patrick Kramer, dass seine Arbeit noch lange nicht abgeschlossen ist, sondern es in der Natur noch viele Rätsel zu lösen gibt.